Ewiges Leben, der wohl älteste und größte Wunschtraum der Menschen und das natürlich am besten ohne graue Haare, Falten im Gesicht, Krankheiten und andere Begleiterscheinungen des Alterns. Wie die Forschung den Tod für immer besiegen will, welche Mechanismen uns im Körper altern lassen und wie wir auch selbst dafür sorgen können, uns jung und fit zu halten, jetzt in Klicks und Science and Fiction. Herzlich willkommen. Die große Frage, die es zu klären gilt, lautet, was genau macht uns alt? Dazu gibt es verschiedene wissenschaftliche Thesen. Fest steht, dass zelluläre Veränderungen den Alterungsprozess beeinflussen. Die Nobelpreisträgerin Elizabeth Blackburn sieht die Telomere als Schlüssel. Eigentlich fungieren sie an den Enden der Chromosomen wie Schutzkappen, doch mit der Zeit nutzen sie ab. Wenn sie nicht mehr richtig funktionieren, erhöht sich das Risiko, dass der Körper erkrankt an den typischen Hauptkrankheiten des Alterns, wie Diabetes, Krebs oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Medizinisch sind wir noch nicht in der Lage, die Abnutzung der Telomere zuverlässig zu stoppen oder sie wieder zu reparieren. Ja. Andere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dagegen sehen die Kommunikation der Zellen untereinander und die daraus resultierende Steuerung von Funktionen im Körper als die entscheidende Grundlage der verschiedenen Alterungsprozesse. Denn wenn Signalwege, die im gesunden Körper beispielsweise Reparaturmechanismen auslösen, gestört sind, führe dies zu Krebs, Diabetes und Autoimmunerkrankungen. Und es gibt tatsächlich Tierversuche, die nahelegen, dass Alterungsprozesse verlangsamt werden können, indem gestörte Signalwege modifiziert werden. Wenn man über das Altern spricht, kommt man auch um den Themenbereich Stammzellen kaum herum. Im letzten Jahr gab es eine viel beachtete Studie eines kalifornischen Forschungsteams. Im Labor hatte es Mäuse gezüchtet, die vorzeitig alterten. Die Frage des Versuchs war, kann dieser Alterungsprozess im Nachhinein gebremst werden? In ihren Zellen aktivierte das Forschungsteam dann die sogenannten Yamanaka-Faktoren. Diese sind sonst nur im Stammzellstadium aktiv. Die Gene wurden über eine längere Zeit immer für nur 2 Tage pro Woche angeschaltet. Das Ergebnis, die Labormäuse lebten nicht nur ein Drittel länger, sie entwickelten auch keine Krebserkrankungen. Ja, das Forschungsteam behandelte zudem auch ältere, gesunde Mäuse auf diese Art und Weise. Die Wunden dieser Mäuse verheilten schneller, sie wirkten nach der Behandlung jünger. Und der Studienleiter Juan Carlos Izpizua Belmonte sagt dazu, Zitat, unsere Studie zeigt, dass Alter nicht zwangsläufig in eine Richtung voranschreiten muss. Der Prozess ist vielmehr formbar und kann bei sorgfältiger Regulierung wahrscheinlich umgekehrt werden. Zitat Ende. Ja, Wahnsinn. Doch fest steht auch, dass diese Ergebnisse nicht 1:1 auf uns Menschen übertragen werden können. Und doch, die Visionen der Wissenschaft sind gigantisch. Die Methuselah-Stiftung in Virginia will es in Zukunft schaffen, dass Menschen, biologisch gesehen, für immer bei einem Alter von 25 Jahren bleiben können. 90-Jährige sollten so gesund bleiben wie 40 Jahre Jüngere. Die Biotechnologie macht immer mehr Fortschritte in Richtung ewiges Leben, unterstützt durch viel Geld der Pharmaindustrie. Das Time Magazine hatte 2013 gefragt, Can Google solve death? Also kann Google den Tod aufhalten? Vorher hatte der Digitalkonzern Google nämlich seine Tochter Calico gegründet, um mit 1,5 Milliarden Dollar eine Antwort auf genau diese Frage zu finden. Die Hälfte der Finanzierung hatte ein Pharmaunternehmen dazu gesteuert. Auch der Silicon Valley Milliardär Larry Ellison ist ein Todesgegner, muss man sagen, und hofft, dass viel Geld zu zahlreichen wissenschaftlichen Entdeckungen führt, die dann in Kombination mit besseren Heilmethoden unser Leben verlängern können. Bis das zur Realität wird, kann aber auch jeder Einzelne selbst dafür sorgen, die Qualität seines eigenen Lebens zu verbessern, denn im besten Fall erhöht dies auch die Lebensdauer. Forschungsteams weltweit verweisen immer wieder darauf, dass Meditation zum Beispiel Stress reduzieren kann und viel Stress beschleunigt die biologische Alterung. Das sagen viele Studien. Und jetzt gibt es noch ein Geschenk für euch. In Zusammenarbeit mit der Redaktion von Technology Review, der Zeitschrift, ist dieses Video entstanden und exklusiv für Klicksum-Zuschauer gibt es jetzt eine Ausgabe gratis. Wenn ihr auf diesen Link hier klickt, es lohnt sich, kann ich nur sagen, Technology Review ist wirklich mega spannend. Ja, und hier geht es zu einem weiteren Video, das wir mit der Redaktion gemacht haben. Virtual Reality verändert die Welt, auch sehr spannend, unbedingt draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.